Nachdem ich euch schon vor ein paar Tagen die neuesten Leaks zu Project Rene aka die Sims 5 vorgestellt habe, wurde noch viel mehr, unter anderem erste Prototypen der Sims an sich geleakt, alles dazu in diesem Video. Kaum haben wir vor wenigen Tagen erste Leaks zu Project Rene, wie es derzeit noch genannt wird, erhalten, wurden noch viel mehr Videos zum nächsten großen Die Sims-Titel auf Twitter geleakt. Dem User TheSims5World, welcher mittlerweile von Twitter gesperrt wurde, hat einige spannende Videos zugeschickt bekommen, die ihr hier auch im Hintergrund seht, und die Welt, sowie die Apartments ein wenig mehr im Detail zeigen. So kann man erkennen, dass die Entwickler schon in dieser extrem frühen Version des Spiels recht viel Deko integriert haben, und auch so gibt es einige sehr detaillierte Szenen in dieser frühen Fassung des Spiels. Ich muss sagen, vom Dekograd der Welt erinnert mich das alles so ein bisschen an eine Mischung aus The Sims 4 und The Sims 3, weil wir hier scheinbar schon einige Dekohäuser haben, aber auf der anderen Seite trotzdem sehr viele. Beachtet auch, die Welt, die man hier sieht, ist höchstwahrscheinlich keine, die wir dann in der finalen Version von The Sims 5 sehen werden. Das hier ist höchstwahrscheinlich einfach nur eine Prototyp-Welt, mit der die Entwickler das alles so ein bisschen testen wollen. Das hier sieht doch tatsächlich echt richtig schön aus. Es ist noch ein bisschen merkwürdig, dass man nicht in die Gebäude reingucken kann. Die ganze Deko, die hier so rumsteht, gefällt mir doch wirklich sehr gut. Da kann man nicht sagen, ich habe hier schon Lappen gesehen, ich habe Buntstifte gesehen. Es gibt hier halt so eine ganze Menge. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Objekte vielleicht schon einigermaßen fertig sind. Die könnten wahrscheinlich so in der Art dann auch wirklich Verwendung im Spiel finden. Aber sonst alles, was man hier sieht, ist alles noch nicht fertig. Aber zeigt so ganz grob, wie es denn dann im Spiel wirklich aussehen könnte. Ich finde es einfach genial, dass wir hier nochmal so ein paar mehr Einblicke dann doch nochmal in die neue Welt bekommen und auch in die Objekte. Und irgendwie tatsächlich auch die Reflexionen, finde ich, sehen deutlich besser aus, als sie es in The Sims 4 tun. Alles reflektiert irgendwie so, wie es in echt reflektieren würde. Ein kurzer Hinweis: Bei Instant Gaming könnt ihr derzeit viele coole Sachpreise wie eine Switch, Grafikkarte oder Gutscheinkarten gewinnen. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr wie immer in der Beschreibung. Jetzt aber weiter zum fast noch spannenderen Teil der neuen Leaks, in denen die ersten Screenshots der Sims oder zumindest der Prototypen eben dieser geteilt wurden. Diese Bilder, die ihr auch gerade im Hintergrund seht, wurden nämlich in den Spieledateien des Spieletests gefunden, welche auf mich schon mal einen spannenden Eindruck machen. Vom Stil wirken diese immer noch ein wenig wie die Sims aus The Sims 4, allerdings scheinen die Texturen und besonders die Haare deutlich detaillierter zu sein. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch die Sims sind wirklich tatsächlich sehr cool. Das sieht hier alles noch so ganz leicht gruselig aus. Die Sims haben noch keine richtigen Augäpfel, aber ansonsten der Detailgrad finde ich tatsächlich ganz krass. Wenn man sich das hier mal anschaut, die Haare sehen tatsächlich aus wie eine Mischung aus The Sims 4 und The Sims 3. Also tatsächlich hier so ein bisschen dieses Lehmmäßige, so wie wir es in The Sims 4 haben. Aber dann hier mit diesen einzelnen Strähnchen. Sie hier hat auch sehr detaillierte Klamotten an. Man kann hier irgendwie so die Struktur vom Stoff erkennen. Und auch sonst, es ist tatsächlich sehr schwierig. Was sehen wir denn hier? Die Charaktere hier sind wahrscheinlich noch nicht mal Charaktere, die im Spiel so Verwendung finden. Die haben hier, sind auch von der Form viel zu detailliert. In den Spieledateien von The Sims 4 gibt es tatsächlich auch so Figuren, die quasi eigentlich Objekte sind und von den Entwicklern dann dafür benutzt werden, um so ein bisschen die Proportion in der Welt einschätzen zu können. Man stellt dann halt einfach den Sim als Objekt hin und kann sich dann so ein bisschen orientieren, wie groß denn die Objekte in der Welt sein müssen. Vielleicht ist es ja auch so etwas, die Entwickler versuchen sich gerade in ersten Designs, wie denn so die Sims aussehen könnten, oder es hat auch noch gar nicht so viel mit den eigentlichen Charakteren, die wir dann in The Sims 5 bekommen werden, zu tun. Das ist alles derzeit super schwierig zu sagen. Er hier sieht tatsächlich auch sehr spannend aus. Wahrscheinlich dauert es noch eine ganze Weile, bis wir dann wirklich die Sims, wie sie dann in The Sims 5 auftauchen, beziehungsweise Project Rene, sehen werden. Bis dahin können wir nur spekulieren, ob es vielleicht diese Figuren hier sind oder halt auch nicht. Das ist derzeit die Frage. Was denkt ihr zu den neuen Szenen? Wie findet ihr den ersten Designentwurf der Sims? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.